Ich bin ein sehr cooles Spiel. Auch wenn die Grafik hier nicht gerade überragend ist, aber trotzdem macht Bock. Einer, der solche Bälle schießt, muss doch Fußball spielen. Bestimmt hat er seine Gründe. Aber wenn einer Fußball nicht von ganzem Herzen liebt, dann kann er nicht so einen Ball schießen. Ich werde ihn so oft in unserem Team einladen, bis er endlich in die Mannschaft kommt. Wunderbar, das ist der Mark Evans, den ich kenne. Immerhin fehlen nur noch 4 Spieler, da muss doch sowieso noch ein paar Leute ansprechen. Ich darf doch bestimmt mithelfen, oder? Dann schaffen wir das ganz bestimmt, Mark. Genau, yay. Give me 5. Und so ein Drecksscheiß. Wo sind wir da? In Marks Haus. Bin wieder da. Oh, Mark. Ich bin deine Mami und ich sehe nicht gut aus. Da bist du ja. Essen gibt es gleich. Bleib also nicht zu lange auf deinem Zimmer. Ich bleib so lange in meinem Zimmer, weil ich will. Verstanden, Mama. Aber heute habe ich so einen tollen Spieler getroffen. Der war so sexy und so schön. Das muss ich dir... Ich weiß. Das darfst du mir dann gleich beim Essen erzählen. Aber manchmal frage ich mich wirklich, ob du außer Fußball noch anderes im Kopf hast. Nö. Hab ich auch nicht. Nö. Opa, das muss ich dir erzählen. Ah, okay, das ist dein Opa. Interessant. Ich habe heute einen Irren Spieler getroffen. Axel Blaze, so heißt er. Richtig aufgeregt war ich. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Fußball ist wirklich das Größte. Pass auf morgen beim Training. Wieder gut auf mich auf, Opa, okay? Oder so in der Art. Hauptgebäude, 1. Stock, am nächsten Tag. Also in der Klassenzimmer oder irgendwas. Ich frage mich, in welche Klasse Axel kommt. Sag mal, Sylvia, hast du auch gehört, dass die Jungs eben geredet haben? Wir bekommen einen neuen in die Klasse. Ich frage mich nur, was für einer das ist. Echt? Ich meine wirklich... Sag mal, Marc, was machst du denn, wenn der Neue wirklich... Hey, alle mal hergehört, das ist der neue Schüler. Und wer ist das? Lol, das ist wirklich Axel. Hört mal zu, Kinder. Wir bekommen einen neuen Mitschüler. Und in unsere Klasse. Also, Axel, würdest du dich dann jetzt der Klasse vorstellen? Ja. Guten Tag, mein Name ist Axel Blaze und ich freue mich darauf, hier neue Freunde zu finden. Axel! Nanu, ihr kennt euch schon, Mark? Axel, das ist unglaublich, dass wir in der gleichen Klasse sind. Ist doch Schicksal, oder? Ist das richtig? Ist das nicht wunderbar? So schnell ist das erste Freund gefunden. Das erste Freund? Alex und ich müssen jetzt wieder ins Lehrerzimmer. Es gibt noch so viel Formularitäten. Seid alle schön brav und macht keinen unnötigen Lärm. Okay, mach ich nicht. Jetzt bleibe ich ja gar nichts anderes übrig, als ihn unbedingt in den Fußballclub reinzuladen. Ob ich sie noch erwische, wenn ich renne? Alter, ich kann nicht rennen. Wie oft denn noch? Wie geht noch das bitte? Hallo? Ich würde ja gerne rennen. Aber wie? Ah, oh. Axel! Warte auf mich. Alex oder Axel, warte. Maus weg tun? Axel! Was ist denn das? Schon wieder du? Hast du noch nicht kapiert, dass ich an Fußball kein Interesse mehr habe? Aber warum? Du machst doch wohl Fußball, oder? Warum sagt ihr da nichts drauf? Hey Axel, warte! Oh nein, du wirst warten. Oder hast du wirklich gar keine Manieren? Aha, das will der Vorstand oder keine Ahnung. Was? Ich? Das ist doch die was? Oh, das ist doch die von vorgestern. Dass er nicht mehr gespielt hat mit seiner Schwester zu tun. Wie wäre es, wenn ich
dir einfach mal in Ruhe lassen würdest, wenn du ihn einfach mal in Ruhe lassen würdest. Was? Mit seiner Schwester? Aber wieso? Und wieso weißt du das überhaupt? Bevor du dir überhaupt Gedanken machst, solltest du vielleicht ein paar neue Mitglieder finden. Wenn nicht einmal der Teamkapitän das schafft, verdient ihr das. Ah, fix. Bla bla. Wenn nicht einmal der Teamkapitän das schafft, verdient ihr es, dass der Club aufgelöst wird. Alter, wie doch start. Mann. Und geh schneller. Schneller. Na gut, du wirst schon sehen. Viele Leute finde ich ohne Schwierigkeiten. Und irgendwann wird Ex auch schon wieder Fußball spielen. Das sehe ich ihm einfach an. Pa. Reden kannst du viel. Wie wär's, wenn du langsam auch mal Leistung zeigst? Das musst du mir nicht extra sagen. Und 4 neue Spieler habe ich doch schneller als du denkst. Gut, weiter jetzt. Mal jetzt schnell richtig hinrichten. Wartet. Headset, hallo. Jetzt müsste es passen. Und danach ist es immer noch früh genug, Excellence in unser Team zu holen. Vielleicht kann mir Nathan ein paar gute Ratschläge geben. Ich sollte mal zurück zum Leichtathletik-Sportplatz gehen. Der ist gleich beim Basketballfeld nördlich vom Clubhaus. Du kannst jetzt zum Basketballfeld gehen. Yay! Dann gehen wir doch mal. Hallo, zurück bitte. Hilfe. Ah! Nein, nix sortieren. Abbrechen, beenden. So, zurück und jetzt weitergehen. Ich muss anscheinend hier raus. Und dann zum Clubhaus, nördlich vom Clubhaus, niemals ohne Seife waschen. Aufmachen bitte. Reisbällchen, keine Ahnung, wie was das gut sind, werde ich schon irgendwann noch klar finden. Im Osten vom Clubhaus muss ich wahrscheinlich da lang. Der Clubhaus ja da hinten ist, da ist anscheinend Norden, da ist Osten. Und jetzt muss ich halt mal zum Basketballfeld, wo ich hin muss. Heute kann der Sporthalle nicht verwendet werden. Okay, das ist die Sporthalle, Entschuldigung. Mal einfach mal den ansprechen, da kommt der. Heute kann der Sporthalle nicht benutzt werden. Bla bla. Sprechen wir mal den netten Mann hier an. Mein Name, Veteran. Und diese Schule kenne ich bis in den letzten Winkel. Schließlich bin ich hier der Hausmeister. Jetzt, wo du die Schule etwas besser kennst, habe ich gute Neuigkeiten für dich. Du kannst jetzt auch zu unserem Basketballfeld gehen. Dort findest du auch den Sportplatz, den Leichtathleten. Der Leichtathleten und die Räume des Judo und des Sumo Clubs solltest du dir unbedingt mal ansehen, kannst du dann also viel leichter vorstellen. Okay, mach ich. Vielleicht der nette Typ hier. Ihr sollt das gerade neue Mitglieder, oder? Für euren Club, oder? Genau, bist du dabei zusammen etwas Fußball spielen? Nein, danke, auf so einen uncoolen Sport habe ich keine Lust. Wenn euch noch ein paar Mann fehlen, könnt ihr euch vielleicht noch mal melden. Willis heldenhafter Einsatz rettet von der Auflösung Beobachter Fußballclubs. Das wäre doch wieder cool. Dafür will ich dann auch das Trikot mit der Nummer 10 haben. Ja genau, jetzt an der Ansprechstellen. Wer ist denn das hier? Was? Ob ich in euer Clubhaus komme? Hör mal, ich bin gerade nicht kräftig genug. Hust. Sagt der Penner. Gehen wir mal da runter. Da ist noch einer. Ich kenne einen, der ist unglaublich geschickt mit dem Ball. Du findest ihn meistens bei dem Sportgebäude. Das Sportgebäude ist gleich links neben dem Clubhaus des Fußballclubs. Okay, anscheinend hat er die liebe, keine Ahnung wie die heißt, wieder am Blog geschrieben. Mein neuer Job hatten wir glaube ich schon. Ah, da hat jemand einen Kommentar gemacht. Bin ja schon mal gespannt, was hier demnächst alles zu lesen ist. Ob Excel wohl ins Team kommt. Wenn Excel in dem Club käme, könnten wir selber gegen die World Academy gewinnen. Wieso hat dieser Spieler nur aufgehört, Fußball zu spielen? Ob Blaze wirklich einfach so brav in den Fußballclub eintreten wird? Ja, schaut wie so eine Ratte, wie so ein Affe, alles miteinander. Wenn nun noch ein Spieler in der Mannschaft fehlt, würde Willi Glas den Fußballclub beitreten, obwohl. Aber woher sollen die anderen kommen? Fragezeichen.
In der Nähe des Sportgebäudes findest du jemanden, der ständig auf der Suche nach dem richtigen Club ist. Vielleicht hat er ja Lust, einmal Fußball auszuprobieren. Ja, könnte sein. Gehen wir wieder beenden. Und machen uns auf dem... Oh, verdrückt. Beenden. Und weiter hier. Die haben alle nicht so richtig Lust auf Fußball. Solche faulen Socken. Da ist einer. Falsche Taste. Hey, und... Wird euer Club endlich aufgelöst? Hör mal, du musst dir nicht gleich aufregen. War doch nur ein Witz. Mann, der wunde Kummer. Mann. Das konnte noch was werden. Hier. Warst du suchst Mitglieder für das Fußballclub? Bei den Leichtathleten gibt es einen unglaublichen neuen Läufer. Schaut doch mal auf den vorbei. Aha, da ist wieder ein Block. Block. Ein Junge, der Club Shopping betreibt. In der Nähe des Sportgebäudes findest du jemanden, der ständig auf der Suche nach dem richtigen Club ist. Das juckt mir jetzt nicht. Am Clubhaus bin ich da. Gehen wir mal da hoch. Am Basketballfeld. Aha. Wer ist denn das hier? Ihr sucht Mitglieder? Na, die meisten Schüler findet ihr wahrscheinlich im Klassenzimmer. Ja, wie? Im Klassenzimmer? Ich bin nicht da. Ja, Mädchen frage ich einfach mal nicht. Gut, weiter jetzt hier. Einfach mal da runter. Da steht nämlich einer. Oh, das schaut nicht schlecht aus. Was ihr eurem Club beitreten? Ich mag Basketball, aber viel lieber als Fußball. Nein. Verdammt. Dann mal den hier fragen. Puh, Balljunge ist auch kein leichter Job. Die wollen alle nicht. Mann. Wer ist denn das hier? In dem Fußballclub? Ich? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch, ist es. Sonst will ich dich nicht fragen, verdammt. Fragen wir mal, ob der da kommen würde. Nathan. Hallo, Mark. Stimmt es, dass ihr Dennis gegen die amtierenden Meister spielt? Wo du bist, ist ja echt immer was los. Ihr habt doch nicht genug Spieler in der Mannschaft, oder? Wer das stimmt, kann ich einspringen. Die Leute im Leichtathletik-Club sind selbstständig genug, um auch ohne mich reinzukommen. Echt? Danke, Nathan. Mit dir haben wir dann dreimal so viel Chancen. Schon in Ordnung. Ich habe Lust darauf schon. Sonst würde ich nicht mitmachen. Mit dem Fußball zu spielen, hat mir Spaß gemacht. Ich zeige dir mal, dass ich auch beim Fußball der Schnellste bin. Nathan hat sich dir angeschlossen. Yay! Ich habe einen. Ja. Ah, der rennt jetzt mir nach, oder wie? Der rennt mir nach. Interessant. Und wer ist das hier? Ihr sucht Mitglieder? Na, die meisten Schüler findet ihr wahrscheinlich im Klassenzimmer. Ja, da gehen wir dann schon mal hin. Aber jetzt erstmal den hier abfragen. Obwohl es Mädchen ist. Heute hat das Leider geschlossen. Okay, gehen wir mal ins Klassenzimmer. Vielleicht kommt ja da irgendwas dabei raus. Klassenzimmer. Okay. Wenn du hier weitergehst, bekommst du zum Basketballfeld. Okay. Oh, der hat eine Mütze, cool. Tja, Fußball, das habe ich noch nie probiert. Im Moment habe ich keine Lust auf anderen Sportarten. Kann ich deshalb auch mal bei euch mitmachen? Ja klar. Na, freut mich. Ich glaube ich... Blablabla. Max hat sich angeschlossen. Yeah, Max. Juhu, Max. Max mit der coolen Mütze. Diesen Mädchen. Da unten läuft auch noch einer rum. Ist ein Mädchen. Gut. Geht's da noch irgendwo runter? Nein, geht es nicht. Ah, da steht auch noch einer. Nö, hab keine Lust. Du hast auch keine Lust, oder? Nö, hat er nicht. Ich bin krank, verdammt. Mann, ich bin krank. So, durch jetzt bitte. Und da haben wir auch noch ein paar. Wie diesen hier. Oder diesen hier.
Okay, okay, da keine Lust. Okay, okay. Der springt der erste ein, wenn mir noch einer fehlt. Muss ich mir wahrscheinlich erst mal einen im Klassenzimmer holen. Und dann mal schauen, okay. Einfach mal alle abfragen hier. Den Direktor mal lieber nicht, oder wer es ist. Der schaut nicht. Mann, habe ich einen Hunger. Juckt mich nicht. Wie schaut's da aus? Komm nicht durch. Ist auch wieder eine Frau. Die will ich nicht. Zack, 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 zack. Da steht einer. Wohl auch nicht. Hinten steht einer an der Treppe. Den fragen wir doch mal gleich. Du bist doch bestimmt vor dem Fußballclub. Ich... Ja, das bist du. Mann. Zwecklos. Ist eine Frau? Okay. Wer ist denn das hier bitte? Katie. Weiter jetzt hier. Der Lehrer hat gar nicht mit mir geschimpft wegen dem Fensters. Hat geholfen, etwas Ruhe zu zeigen. Na, Reue, nicht Ruhe. Dann mal weiter jetzt hier. Falsche Taste, Entschuldigung. So, hoch jetzt. Und wo sind jetzt da noch welche, die wo Fußball spielen wollen? Das ist ein Mädchen. Jo. Gut, leider ist es ein Mädchen. So viele Mädchen auf der Schule. da rein. Da lang. Und da steht auch noch einer. Die wollen alle nicht. Mann. Das ist ein Blonde. Nein, ich habe noch nicht mit dir zusammen. Oh. Ah, da ist ein gruseliger Typ links. Der hätte wahrscheinlich Interesse. Komm bitte, bitte, bitte. Und da ist eine Truhe, mach mal auf. Nimm Milch. Nein, Mineralwasser, cool. Ah, der hat lange Haare. Jim. Aha, Fußball. Viele Fußballer sind ja ziemlich berühmt geworden. Vielleicht bemerken mich auch mehr Leute, wenn ich Fußball spiele. Ja, das tun sie. Das ist eine gute Gelegenheit. Ich will in euren Fußballclub eintreten. Ich bin gut darin, mich unbemerkt anzuschleichen. Denke daran und setze mein Talent richtig ein. Jim hat sich dem Fußballclub beigetreten. Yeah, einer fehlt noch. Suche Willi. Der ist doch der vor der Schule, oder? Den holen wir uns jetzt. Willi, Willi, ich komme, Willi. Willi. Runter. Und runter. Willi, wo bist du, Willi? Willi, 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 da bist du ja. Willi. Oh, du läufst ja mit drei Kumpels rum. Heißt das, dass noch euch noch nur noch ein Mitspieler fehlt? Du bittest mich jetzt also verzweifelt um Hilfe. Tja, da habe ich wohl keine andere Wahl. Es gibt aber eine Bedingung. Gib mir als richtiges aus die Rücken Nummer 10, damit ich ernsthaft über einen Beitritt nachdenke. Halli, kriegst du das? Echt? Na, dann kann ich wohl schlecht Nein sagen. Ich trete ein. Er ist beigetreten, juhu! Und jetzt wahrscheinlich... Bla bla. Und jetzt auf ins Clubhaus des Fußballclubs. Okay. Bevor ich dann ins Clubhaus gehe, mache ich einen kurzen Cut. Ich würde sagen, das reicht für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei dem schönen Spiel in Azuma 11. Und ja, Leute, mir macht Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ich verabschiede mich dann hiermit und sage danke fürs Zusehen. Und haut rein, Leute!